Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute wird es von mir ein XXXXXL Aufgebraucht-Video geben, denn ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Aufgebraucht-Video war. Ich habe hier so einiges stehen. Also ich habe hier meine Fensterbank voll, das Körbchen ist voll, das Tütchen ist voll. Also es ist einiges, was leer geworden ist. Und das ist aber auch wirklich schon bestimmt fast 2 Monate her, dass ein Aufgebraucht-Video von mir kam. Deshalb hat sich einiges angesammelt und deshalb möchte ich auch direkt starten. Es ist auch einiges im Bereich der Dekorativkosmetik. Ich habe größtenteils Produkte im Bereich der Pflege mit drin. Ihr wisst das von mir. Putzmittel habe ich, glaube ich, wieder gar nicht mit reingenommen. Aber das werde ich in Zukunft tun, weil viele von euch haben sich das auch gewünscht. Ich möchte aber als allererstes mit den allgemeinen Sachen anfangen. Ups, hier macht sich das Körbchen schon selbstständig. Ich habe natürlich auch wieder meine liebsten Kosmetiktücher aufgebraucht. Wie gesagt, die benutze ich im Alltag für meinen Kosmetiktisch, aber auch meine Kiddies, wenn die mal eben Schnupfen haben oder so weit oder so dergleichen. Wir haben die viel im Gebrauch. Zum einen eine Box von, das war eine von Rossmann. Eine von diesen viereckigen Boxen, die ist leer geworden. Und dann habe ich noch 2 weitere Boxen, die hatte ich mal beim Netto mitgenommen. Fand ich auch super süß hier mit diesem Love. Fand ich die ganz, ganz hübsch. Die durfte dann einmal leer gemacht werden. Und auch einmal diese hier, Wake Up and Make Up. Fand ich auch richtig cool. Die hatte ich auch auf meinem Schminktisch stehen. Ja, 3 Packungen sind leer geworden. Das ist so einiges. Aber wie gesagt, das ist auch schon einige Zeit her, dass ich euch das letzte Aufgebraucht-Video abgedreht habe. Von dem her ist jetzt einiges da natürlich in diesem Video dabei. Dann haben wir mit meinem Sohn zusammen ein paar Deo-Tücher aufgebraucht von Balea. Ich hatte die ja für ihn gekauft, weil er so stark transpiriert aufgrund der beginnenden Pubertät. Und das sind die Deo-Tücher sensitiv ohne Zusatz von Alkohol. Ich kann euch nur eins sagen, spart euch das Geld, spart euch den Müll. Ich habe sie einfach für ihn deshalb mitgenommen, weil er Deos nicht so mag. Und dann dachte ich, das ist eine gute Alternative. Die sind in so kleinen Päckchen. Das sind so kleine Tücher mit so einer Wabenstruktur. Die kommen dann einmal in so einem kleinen Tütchen. Und damit könnt ihr euch dann über die Achseln gehen und bleibt danach frisch. Aber mein Sohn mochte einfach das Gefühl danach nicht, denn die hinterlassen halt so ein bisschen feuchten Film. Ja, ich sag's einfach so, wie es ist. Deshalb Flop-Produkt, wird nicht nachgekauft. Dann möchte ich weitermachen im Bereich der Haare. Ich habe auch eine Menge im Bereich der Haare aufgebraucht. Ich tue mal das Körbchen eben hier hin. Und zwar zum einen die Haarmaske, die ich auch schon nachgekauft habe von Wahre Schätze. Das ist diese reparierende Pflege im Bereich mit diesem Honig-Schätze-Duft. Und das riecht so gut. Ich habe den Duft echt, ich habe sie komplett leer gekratzt. Mochte ich super gerne. Wie gesagt, habe ich auch schon nachgekauft. Ein absolutes Top-Produkt. Und was ich noch aufgebraucht habe, sind 2 ältere Haarsprays gewesen. Und zwar hatte ich da noch ein bisschen was drin. Das habe ich aber auch schon nachgekauft, weil ich finde es nicht schlecht. Also es ist eine günstige Alternative zu den Got2b Haarsprays. Das von Taft, das Glanz-Haarspray. Das ist ein Spray, was ich immer ganz gerne nehme, wenn ich zum Beispiel einen Zopf mache oder einen Dutt mache, um die so ein bisschen zu bändigen und einfach so ein bisschen Glanz reinzukriegen. Das ist einmal leer geworden. Und dann hatte ich noch ein Deo, was ich jetzt einfach unbedingt aufbrauchen wollte, weil ich es einfach grausam fand. Von Sios. Und ich weiß, viele mögen die Sios-Produkte ja total. Ich habe mal, wo die neu rauskamen, die Marke wirklich einiges ausprobiert. Sei es Shampoo, sei es Haarprodukte. Und da hatte ich mir dieses Glossing Hold, dieser Glanzversiegelungshaarspray. Das machen ja ganz viele gerne, wenn die zum Beispiel wirklich einen strengen Pferdeschwanz machen, dass sie sich das dann drauf sprühen, weil das halt so einen Glanz gibt. Bei mir sah das einfach schlimm aus und das war so klebrig. Wenn ich mich damit im Badezimmer eingesprüht habe, war danach auch wirklich alles klebrig. Also echt für mich total auf keinen Fall ein Top-Produkt, also ein absolutes Flop-Produkt. Deshalb von mir aus überhaupt nicht zu empfehlen und wird definitiv nicht nachgekauft. Ich mag einfach die Sios-Produkte nicht. Punkt aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann habe ich ein Produkt leer gemacht. Ich habe es aber auch schon in Original nachgekauft. Das war auch so ein 2-Phasen-Conditioner-Spray. Den hatte ich mal bei meinem Friseur gekauft und ja von der Marke Profession. Das ist so ähnlich wie das von Revlon. Eigentlich fast das gleiche. Aber das von Revlon habe ich schon nachgekauft. Bekommt ihr bei Amazon für einen guten Preis und ja, ohne diese Conditioner-Sprays kann ich gar nicht mehr. Dann habe ich mein Shampoo aufgebraucht. Im Moment benutze ich was ich noch zu Hause hatte. Ich habe keins nachgekauft, weil ich einfach auch ein paar Sorten zu Hause habe, die ich einfach leer machen möchte. Von L'Oreal El Vital, das ist meine liebste Reihe. Ich habe einige ausprobiert. Das ist das Einzige, was ich gut finde von denen, dass das für Anti-Haarbruch in dieser gelben Variante. Alle anderen vertrage ich nicht so gut oder besser gesagt, meine Haare mögen sie nicht. Aber das ist eine Reihe, die mag ich ganz gerne. Dann habe ich noch ein Duschgel.
was hier steht, das ist auch eins vom letzten Jahr noch gewesen. Ich versuche halt auch echt Duschgele aufzubrauchen. Das ist das After Sun Duschgel von der Balea Eigenmarke, von der DM Eigenmarke. Das riecht total gut und ich hoffe, dass es das dieses Jahr wieder gibt. Das gibt echt so ein richtiges, ich habe es im Winter jetzt benutzt, muss man sich mal überlegen. Das riecht so nach Urlaub. Es riecht nach Sonnencreme. Ich kann es nicht anders sagen. Es riecht einfach nach Sonnencreme. Deshalb dufte das einmal leer. Dann habe ich auch was im Bereich Duft leer gemacht. Und zwar ist das Suddenly Madame Glamour. Das ist ein Parfüm aus, von der Eigenmarke von Lidl. Ja, einmal Werbung. Und zwar riecht das nach, das riecht original wie das Coco Chanel Mademoiselle, glaube ich. Ja, dieses... Genau, Mademoiselle hat halt einen sehr schweren Duft. Und ja, das hatte ich mir mal als Dupe gekauft. Das habe ich jetzt aufgebraucht im Badezimmer. Und weil ich es einfach nicht mehr riechen mag. Dann auch einmal dieses Deo von Balea, das Golden Moon. Das ist das, was riecht wie, der, wie das von... ja, das riecht wie das Parfüm von Alien, glaube ich, von Tierra Mugler. Genau, ja, mag ich nicht. Ich weiß nicht warum. Es lieben super viele das Balea Deo. Ich habe es im Badezimmer als wirklich Raumduft benutzt. Es ist irgendeine Note drin, die ich nicht mag. Es ist irgendwas Säuerliches mit drin. Ich kann es nicht sagen. Mag ich leider gar nicht. Deshalb für mich Flop leider. Dann habe ich einmal von Denk mit... diese Allzwecktücher in dieser Granatapfelrichtung aufgebraucht. Ich liebe den Duft. Schade, dass es die nicht mehr so leider im Moment gibt. Und dann mache ich auch weiter im Bereich... Ach, ich habe noch ein Produkt im Bereich Haare, fällt mir gerade auf. Und zwar mein ja, absolutes Lieblings-Trockenshampoo im Moment. Ja, ich habe als Anfang auch keinen Bock, so viel Geld für ein Trockenshampoo auszugeben, da ich ja im Moment eh nicht rausgehe oder nicht viel rausgehe, brauche ich das nicht. Aber das mag ich ganz gerne. Das habe ich jetzt auch gebraucht, habe ich aber auch schon nachgekauft. Steht schon in meinem Schrank wieder. Das ist das von Balea, das Trockenshampoo Bloomy Dreams. Riecht ganz gut und ist für mich auf jeden Fall völlig ausreichend. Nichts Tolles, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, oh, nee, das kannst du nicht benutzen. Dann hat mein Kind etwas aufgebraucht. Das ist von Isana Kids zum Badewasser. Diese Tabletten, die man in die Badewanne wirft und dann so sprudeln und das einfärben. Der mag das sehr gerne mit seinen 9 Jahren, deshalb hat der das einmal aufgebraucht. Dann habe ich hier auch einiges im Bereich der Gesichtspflege stehen. Einmal ein etwas älteres Produkt, das ist wirklich schon sehr alt. Ihr seht es an der Verpackung. Von Rival de Loop mit Zellentechnologie, milder Reinigungsschaum für trockene und sensible Haut. Das hatte ich mir irgendwann mal gekauft, weil ich ja so ein Fan von, Gesichtsschaum bin. Habe ich ein bisschen benutzt, mochte ich leider gar nicht. Ich habe aber dann gedacht, bevor ich es wegschmeiße, nehme ich es mal für meine Pinsel. Ich habe damit meine Pinsel immer gereinigt, damit ich es aufgebraucht bekomme. War total okay. Ist natürlich nicht so, nicht so schön schäumend und nicht so reinigend wie jetzt das Duschgel, was ich von Davemann nehme. Aber war total in Ordnung zum Aufbrauchen. Und deshalb habe ich das dafür zwecksentfremdet. Dann ja, eine Produktreihe, der ich wirklich nachheule. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe es aufgrund von Empfehlungen von anderen Mädels gekauft und war echt begeistert. Gibt es aber leider nicht mehr zu kaufen. Ich habe überall geguckt, ich habe überall gesucht. Bekommt die nicht im DM-Shop. Ihr bekommt beim DM-Online-Shop nur noch so eine Feuchtigkeitscreme von Simple und noch so ein normales Gesichtswasser. Aber das Micellenwasser, das reinigende Micellenwasser, ich habe es benutzt, ich habe es echt geliebt. Leider komme ich da nicht mehr dran. Und von Simple der Augen-Make-up-Entferner. Den fand ich auch richtig gut. Der Preis war okay. 2,95 der Augen-Make-up-Entferner und ich glaube 3,95 das Micellenwasser. Komme ich leider nicht dran. Wenn ihr einen Tipp für mich habt, wie ich da drankomme, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Fand ich sehr gut, habe ich sehr gut vertragen und hat für mich auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Dann habe ich ein Micellenwasser, wo ich noch so einen letzten Rest drin hatte, aufgebraucht von BB. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen im Aufbrauchmodus im Moment. Das samte Micellenwasser, was ich meine Zeit lang echt gerne mochte, aber meine Haut verändert sich halt. Die ist halt nicht immer gleich irgendwie. Und ja, mochte ich jetzt ganz gut zum Aufbrauchen, war es okay. Werde ich mal aber erstmal nicht nachkaufen, da ich erstmal noch die, das Micellenwasser, was ich gerade in Benutzung habe, von Garnier aufbrauchen möchte. Das ist auch so eine große Pulle. Deswegen werde ich mir das erstmal nicht nachkaufen. Aber ist in Ordnung und nicht mein Liebstes, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung und besser als die normalen Garnier-Gesichtswasser. Das muss ich dazu sagen. Dann habe ich ein Rosenwasser aufgebraucht von Rosens. Das ist mein allerliebstes. Ich hatte es mir letztes Jahr im Türkei-Urlaub gekauft und habe jetzt meine letzte Flasche angebrochen. Und ja, so wie es aussieht, werden wir diesen Sommer nicht in Urlaub fahren können, aufgrund der Situation, wie ihr alle wisst.
weil ich eigentlich jedes Jahr gerne in die Türkei fliege, aber dieses Jahr ist es erstmal für die nächste Zeit gecancelt. Und das ist natürlich sehr schade, weil es in der Türkei echt wenig Geld kostet. Ich habe in der Türkei 3,50 € für die Pulle bezahlt und hier zahlen wir 15 €. Manchmal habt ihr Glück und ihr zahlt nur 12, aber so 15 € müsst ihr schon rechnen. Wie gesagt, die letzte ist angebrochen und dann werde ich es mir wahrscheinlich in Deutschland kaufen müssen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich liebe es, ich mag es sehr gerne. Ich weiß, viele mögen es auch. Ich benutze es in der Regel immer, bevor ich mich schminke. Also einmal so quasi, um mein Gesicht zu klären, bevor ich den Primer oder meine Gesichtspflege auftrage, benutze ich immer gerne das Rosenwasser und auch abends, bevor ich schlafen gehe, zum Beispiel, wenn ich mich abgeschminkt habe, bevor ich meine Nachtcreme auftrage, gehe ich einmal mit einem Wattepad über mein Gesicht mit dem Rosenwasser. Mag ich sehr gerne, liebe ich seit Jahren und deshalb absolutes Top-Produkt aus der Gesichtspflege. Und dann habe ich hier noch im Körbchen ein paar Sachen, gerade auch im Bereich der Dekorativkosmetik, die ich euch gleich zeigen möchte. Ich habe zum einen ein Produkt aufgebraucht, das hatte ich mal beim Primer gekauft. Genau, von dieser Marke PS. Ja, Love to Glow. Es war ein Instant Radiance Serum, 30 ml. Und bei dem Serum ist es so, es sollte das fürs Gesicht sein. Es hatte auch so leichte Schimmerpartikel, was man quasi so als Primersatz nehmen konnte. Und ich kann euch sagen, der Geruch war so toll. Mit Pink Pomelo, Goji-Beere und Granatapfel. Ich habe mich aber einfach, weil es ein so billiges Produkt ist, nicht getraut, mir es ins Gesicht zu schmieren. Ich bin ehrlich. Ich habe gedacht, bevor ich danach so einen richtigen Ausschlag kriege, benutze ich es nicht im Gesicht. Ich habe es aber für mein Dekolleté benutzt. Habe gedacht, das kann man ja auch machen. Wenn ihr irgendwie ein Serum habt, was ihr im Gesicht nicht so gut vertragt, dann könnt ihr es auf dem Dekolleté versuchen, weil auch das sollten wir ein bisschen mitpflegen, meine lieben Mädels. Und ich habe es einfach auf dem Dekolleté benutzt und ich fand es wirklich schön pflegend. Auf dem Gesicht habe ich es mir, wie gesagt, nicht getraut, hatte so einen leichten Glanzpartikel mit drin, hat auch nicht viel Geld gekostet. Wie gesagt, es war von Primark Ewigkeiten her. Das habe ich jetzt einfach nur noch aufgebraucht. Dann habe ich noch einmal die Packung leer gemacht mit diesen Under-Eye-Pads von Action, diese Cucumber-Pads. Under-Eye-Pads, 4 Stück. Waren da drin, 69 Cent. Habe ich auch noch was von da. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Kosten nicht viel Geld. Sind jetzt auch nicht so reichhaltig wie die von Isana, muss ich direkt dazu sagen. Aber die durchfeuchten so ein bisschen die Unterpartie der Haare, also der Augen. Und deswegen total in Ordnung. Dann, wenn ich weiter im Gesichtspflegebereich mache, ist, wie gesagt, das sind die von Isana, die mag ich lieber. Das sind die Q10 Antifaltenpads, geben wirklich so ein leichtes Gefühl von Glätte. Habe ich auch schon nachgekauft, mag ich sehr gerne. Dann habe ich von Shebeens mein Vitamin C Konzentrat leer gemacht und ich habe auch keine Backups gekauft, weil ich es im Moment einfach nicht benutzen brauche. Also ich bin so ein bisschen gesättigt davon. Ich habe das wirklich sehr lange benutzt. Ihr seht auch, also wirklich viel von aufgebraucht. Im Moment muss ich sagen, ist meine Haut ganz gut mit den Sachen, die ich benutze. Und ja, deshalb werde ich es erstmal nicht nachkaufen. Wenn ich das Gefühl habe, dass meine Haut es wieder braucht, werde ich es wieder nachkaufen. Ich glaube, dass es im Moment etwas zu reichhaltig ist für meine Haut. Deswegen, ja, aber trotzdem ein absolutes Top-Vitamin-C-Produkt. Das von Shebeens kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Dann habe ich noch einmal diese Nose-Strips. Davon habe ich jetzt, glaube ich, noch eine letzte Packung von Biore. Diese Nose-Strips benutze ich sehr selten, aber es ist sehr erschreckend, was dann so auf der Nase rauskommt, kann ich euch sagen. Im Bereich der Gesichtsmasken habe ich gar nicht so viel. Ich habe noch eine Under-Eye-Maske von Action. Das war jetzt, glaube ich, auch meine vorletzte. Werde ich im Moment nicht nachkaufen, wie gesagt. Und können wir ja auch nicht, davon mal abgesehen. Finde ich aber nicht schlecht für das Geld. Auf jeden Fall total in Ordnung. Nur leider viel zu viel Verpackung. Dann eine Maske von Luvos, das ist die Heilerde Anti-Pollution-Maske für alle Hauttypen, naturreine Heilerde mit Seefenchel. Fand ich okay, ist aber nicht so mein Favorit. Hat meine Haut schon ein bisschen ausgetrocknet, muss ich dazu sagen. Also fand ich nicht so toll. Wobei Luvos eigentlich ganz gute Masken hat, aber die fand ich leider nicht so gut. Welche total toll sind und ich liebe, liebe, liebe sie einfach. Das sind meine, was soll ich sagen, mein Holy Grail, was Masken angeht. Das sind die Tuchmasken von Garnier. Da habe ich einmal das ist eine recht neue mit Traubenkernextrakt. Das ist intensiv straffend, Feuchtigkeit spendend. Die habe ich einmal benutzt und leer gemacht und einmal die für die Nacht. Die für die Nacht finde ich nicht so besonders, muss ich nicht haben, aber die mit Traubenkernextrakt fand ich richtig gut. Das Hautgefühl danach war richtig toll, aber ich mag eigentlich auch alle Sorten von denen. Deshalb kann ich euch sehr empfehlen. Dann habe ich einmal einen Badezusatz aufgebraucht. Winterbeerenbad, das war noch eins aus dieser Winter-LE von Dresdner Essenz. Riecht mega gut. Ich liebe den Duft. Und ja, schade, dass es das jetzt nicht mehr gibt, aber auf jeden Fall ein sehr tolles Badeprodukt. Dann habe ich noch einmal, das habe ich nur für Swatches benutzt.
wisst ihr, dass ich keine Abschminktücher mehr so benutze. Habe ich zum Abschminken meiner Swatches benutzt. Genau, jetzt habe ich es. Das sind die von Action. Jetzt habe ich es aber auch. Von Primark gewesen. Mag ich sehr gerne. Habe ich eine Zeit lang auch zum Abschminken benutzt. Mache ich natürlich schon lange nicht mehr. Wenn ihr da auf der Suche nach günstigen Tüchern seid, die sind auf jeden Fall ganz cool gewesen. Dann habe ich Wattepads natürlich auch aufgebraucht. Die benutze ich immer fürs Rosenwasser und aber auch zum Abschminken meiner Augen. Einmal von Biokura, das sind die von Aldi gewesen. Und von Isana eine kleine Verpackung, habe ich auch schon nachgekauft. Das sind die 70 Stück gewesen. Die von Isana mag ich gerne, die von Ebeling gar nicht. Deshalb die von Isana kann ich euch auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Dann habe ich eine kleine Probe hier, die ich leer gemacht habe. Und die habe ich auch heute auf dem Gesicht. Es ist von Estee Lauder, die Double Wear, das Stay in Place Make-up. Das ist so, da steht... Genau, Stay in Place, bla bla bla. Auf jeden Fall ist das mit SPF 10. Und was mich extrem gewundert hat, als ich die Farbenbezeichnung gelesen habe, 3N1, Ivory Beige. Ja, müsst ihr euch vorstellen, bei meinem Hauttyp, Ivory Beige. Ich habe gedacht, das wird so, so hell werden. Aber ihr seht, das ist gar nicht so hell. Es ist ein bisschen heller als mein Hals. Ihr seht es, es ist schon ein bisschen heller. Aber ich bin im Moment auch ein bisschen gebräunt, muss ich dazu sagen, da ich die freien Tage auf der Terrasse nutze. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Farbe gar nicht so schlecht, obwohl es Ivory Beige ist. Hat mich sehr verwundert. Aber ich blicke auch bei den Farbnuancen von der Double Wear Foundation gar nicht durch. Würde ich mir auf jeden Fall irgendwann mal kaufen wollen. Viele lieben sie auch und ich muss echt sagen, die macht schon echt ein cooles Hautbild. Also auf jeden Fall eine sehr interessante Foundation. Dann habe ich noch ein anderes Produkt und zwar habe ich von Fasali ein Produkt aufgebraucht. Würde ich mir auch nicht nochmal nachkaufen. Ich habe es mir vor vielen, vielen Monaten mal gekauft, weil es einfach ein gehyptes Produkt war. Das ist dieses Road Gold Elixier. Was soll ich euch sagen? Es ist eine Spielerei. Es ist ein Öl mit kleinen, mit kleinen Goldflocken drinne, was ja sehr reichhaltig sein soll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es hat die Haut schon gut gepflegt. Die Pipette zum Beispiel war super. Man kam an das Produkt bis zum Schluss super dran. Ich hatte auch nur die kleine Größe bestellt. Das waren hier diese 15 ml. Bei dem Preis war mir es einfach sonst zu teuer. Werde ich mir auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. War eine schöne Spielerei, aber so Hautöle, da muss ich ganz ehrlich sagen, setze ich lieber auf so Naturprodukte wie zum Beispiel so ein Hagebuttenöl. Das ist einfach, finde ich, für meine Haut noch besser. Ist eine Spielerei, die man machen kann, aber nicht machen muss. Dann habe ich ein Fixing Spray aufgebraucht. Jetzt kommen wir zum Bereich der Dekorativkosmetik. Fixing Spray von Alverde habe ich auch schon euch in meinem Favoritenvideo gezeigt. Mein allerliebstes aus der Drogerie. Mag ich sehr gerne, kostet nicht sehr viel und ja, riecht für mich gut, für viele nicht, aber ich mag es ganz gerne. Ist von der DM Eigenmarke aus der Alverde-Reihe. Auf jeden Fall ein gutes Fixierungsspray aus der Drogerie. Dann habe ich einen riesen Pott Puder leer gekriegt. Ich bin so stolz auf mich. Es war auch in meinem Project Pen, was ich ja zum Jahresende gestartet hatte. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das Produkt mir auch zum Teil rausgebrochen ist. Ich habe es nicht nochmal reingepresst, aber ich habe es wirklich größtenteils benutzt. Das habe ich wirklich sehr, sehr lange benutzt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich den hatte. Das ist dieser Jumbo Bronzer. Das waren 22 Gramm Fixing Powder, was komplett weiß war. Es war ein Kampf, das aufzubrauchen, aber ich habe es geschafft und deswegen geht es jetzt endlich in den Müll. Dann habe ich ein paar Produkte, die mir nicht gekippt sind, aber die einfach nicht mehr gut sind. Ich habe hier einen Duo-Kleber, Augen-Wimpern-Kleber in dieser dunklen Variante. Der ist einfach total vertrocknet. Der geht in den Müll. Dann habe ich den in dieser Variante gehabt und den fand ich grausam. Ich habe den überhaupt nicht vertragen. Der ist auch noch so ein letzter Rest drin, aber da komme ich mit diesem Teil einfach nicht mal dran. Deswegen geht der in den Müll. Der wird auf keinen Fall nachgekauft. 9 Euro für den Kleber ist einfach viel zu viel Geld. Dann habe ich einen Essence Camouflage Concealer aufgebraucht. Das ist mein allerliebster im Moment. Den habe ich auch schon in Benutzung, als nachgekauft. Farbe ist 50 Warm Toast. Mag ich sehr gerne aus der Drogerie. Benutze ich sehr gerne im Moment. Dann habe ich quasi aufgebraucht und ich bin so froh, dass der jetzt endlich leer ist, weil den mochte ich auch überhaupt nicht. Von Essence The Dip Eyeliner Waterproof. Das ist einer mit so einer Filzspitze. Ich kann euch den mal zeigen. Das war so einer mit der Filzspitze und ja, ich habe den einfach auch, ich
was soll ich sagen, ich mochte den gar nicht, ich habe den nicht gut vertragen. Ich war jetzt einfach nur froh, dass der alle geworden ist, weil dann bin ich auch einfach ein bisschen zu, ja, geizig, würde das Produkt wegzuschmeißen. Wenn ich es gar nicht mag, dann ja, aber bei so Produkten, die ich nicht so gern mag, sage ich einfach, alles klar, ich benutze es zum Schluss und fertig. Dann habe ich einmal leer gemacht meinen liebsten Augenbrauenstift aus der Drogerie. Das ist von Catrice Slimmatic Ultra Precise in der Farbe 040 Cool Brown. Ein mega gutes Produkt. Leider geht der in 5 Tagen leer. Was soll ich euch sagen? Ist ein super Produkt, aber der hat einfach so eine dünne Spitze. Und wenn ich meine Augenbrauen, die ja kaum vorhanden sind, damit ausmale, reicht der echt ungelogen 5 Tage. Dann habe ich einen Concealer, ein Facial, also es ist ein Concealer, aber der nennt sich Facial Highlighting Pen von Mary Kay aufgebraucht. Ich hab euch das schon mal erzählt, dass ich ja Beraterin war von der Marke und darüber auch einen Visagistenschein gemacht habe und immer noch Kundinnen mit den nötigsten Produkten abdecke. Also ich mache das nicht mehr aktiv, aber ich habe natürlich noch Produkte in Benutzung von denen und den fand ich sehr gut. Das war so einer zum Aufschrauben, wie der von Yves Saint Laurent. Und ein gutes Produkt gibt es leider nicht mehr so und deshalb nicht zum Nachkaufen empfohlen, aber fand ich ganz gut. Den habe ich immer so ein bisschen gemischt, weil der hat nicht so eine krasse Deckkraft gehabt. Genau wie dieses Produkt, was mir leider gekippt ist, auch von Mary Kay. Das war ein wunderschöner Gloss, aber der riecht einfach nicht mehr gut und der hatte auch so Minzanteile. Ja, der riecht einfach leider nur noch richtig schrecklich und der war wirklich wunderschön von der Farbe. Ist so ein Babydoll rosa gewesen. Schade, dass er mir gekippt ist, aber bei Lippenprodukten ist das so, die kippt mir komischerweise sehr schnell, aber das riecht einfach nur noch grausam. Deshalb geht das auch in den Müll. Und weil ich einfach ein bisschen Zeit hatte, auch so ein bisschen auszusortieren. In letzter Zeit habe ich auch mal meine Nagellacke aussortiert und da gehen auch so einige in den Müll. Also alle Mädels, die jetzt Langeweile haben, geht mal durch eure Make-up-Sammlung durch, geht mal durch eure Nagellacke durch, weil ja, das sind dann einmal 6 Stück, die bei mir jetzt in den Müll gehen, was einfach sehr schade ist, weil das waren eigentlich sehr schöne Farben. Nur die sind teilweise, hier ist zum Beispiel einer von Revlon. Der Young, das ist einer mit so Glitzerpartikelchen, der ist mir total eingetrocknet und ja, da kann ich nichts mehr retten. Deshalb geht der auch in den Müll, genau wie die anderen. Ja, einiges, was in den Müll geht, wie ihr seht, einiges am Beauty-Müll. Ja, dieses Video war auch schon lange, lange fällig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder aber auch einen netten Kommentar. Falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein solltet, dürft ihr mich natürlich auch gerne einmal hier unten kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch keins meiner weiteren Videos. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut!